Der erste FC Kaiserslautern mit über 5000 Fans im Rücken zurück im Dreisamstadion. Zum ersten Mal nach 6 Jahren. 2016 spielte man hier noch zweite Bundesliga. Und da wollen sie so schnell wie möglich wieder hin. Am besten mit einem Dreier bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Zunächst aber ging es in eine ganz andere Richtung. Der Sportclub mit viel Ballbesitz, 13. Spielminute, Philipp Treu in der Jugend beim FCK gespielt. Über Kammerbauer kommt die Kugel auf Julius Tauri. Ein erster guter Abschluss des Finnen. Matteo Raab fliegt, muss aber nicht eingreifen bei dieser Situation, bei diesem Versuch aus 20 Metern Torentfernung. Der FCK braucht ein bisschen, um in die Partie reinzukommen. 4 Minuten später allerdings dann der Fehler und der Konter von Redondo schlägt den Haken, aber verzieht dann letzten Endes. Erste gute Offensivaktion der Roten Teufel in dieser Partie. Redondo kam in die Startelf für Hanslik. Trotzdem hatte Coach Marco Antwerpen immer wieder Gesprächsbedarf mit seinen Akteuren. 20. Minute, schon ging es wieder in die andere Richtung. Viel lief beim Sportclub über die linke Seite, über den fleißigen Shihan Lee. Und Lars Kehl steht da völlig blank. Und das war die ultimative Chance aufs 1:0. Denn auch Matteo Raab, der Lautra Torhüter, hatte sich verschätzt bei der Situation, kommt da raus, steht dann im Halbfeld, hätte keine Abwehrchance gehabt. 2 Minuten später, Freistoß Kammerbauer, wieder zu kurze Kopfballabwehr, Lee und Tauri einen. Nächste dicke Gelegenheit, die er da liegen lässt, aus einem ruhenden Ball. Lautern oftmals nicht Herr der Lage, was die zweiten Bälle betrifft. Und so kam diese Chance zustande. Punktsieg also für den Sportclub in den ersten 45 Minuten. Die gute Laune ließen sich die FCK-Fans aber beim Stande von 0:0 logischerweise nicht nehmen. Es wurde auch deutlich besser in der zweiten Halbzeit. 59. Minute, Zuck! Tolle Hereingabe vom FCK-Kapitän, allerdings kein Abnehmer. Terence Boyd hätte hier durchziehen müssen, um vielleicht erfolgreich zu sein. 78. Spielminute, mittlerweile Klingenburg in der Partie. In Osnabrück noch nach Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert. Hier in Aktion. Ball ist immer noch heiß. Über Hendrik Zock und Klingenburg im letzten Moment abgeblockt von Sandrino Braun. Schumacher, ja, sie wollten unbedingt diesen Führungstreffer. Die Roten Teufel heute ganz in Weiß, aber Freiburg stemmte sich dagegen. 80. Spielminute, eine von 5 Ecken, wieder von Zuck, dann Ritter, dann Arthur Bolo. Der 19-Jährige, 11:0 in dieser Saison. Auch hier steht er wieder goldrichtig mit seinen 1,90 bei dem Versuch von Marlon Ritter. Es schien nur eine Frage der Zeit, wann Lautern in Führung geht. Dann die 84. auf der anderen Seite. Sandrino Braunschumacher, der Kapitän, mit flatternder Kapitänsbinde. Ball in die Mitte, Kopfball, Mutasim. Der 17-Jährige, eingewechselt bei seinem Debüt. Da fehlten auch wirklich nur Zentimeter. Trotzdem am Ende kein Treffer. Es blieb beim 0:0 die Stimmen zum Spiel. Es war ein sehr schweres Spiel, das wussten wir von Anfang an. Erste Halbzeit sehr schwer ins Spiel gekommen. Freiburg hat super gemacht. Zweite Halbzeit sind wir besser rausgekommen, hatten einige Chancen. Aber ja, am Ende können wir vielleicht glücklich noch ein Tor machen, aber das Unentschieden war eigentlich gerecht. Mindestens ein Punkt, den wir uns heute verdient hatten, anhand von der ersten Halbzeit, vielleicht sogar mehr. Da hatten wir unsere Möglichkeiten, das Spiel auch für uns zu entscheiden. Zweite Halbzeit kommt dann auch eine Wucht, viele lange Bälle, die wir nur schwer zu verteidigen dann auch wissen, weil wir einfach auch das Spielermaterial nicht so haben. Aber die Jungs haben alles reingelegt und ich finde, ein verdienter Punkt hier zu Hause gegen Lautern. Ja, und damit bleibt Freiburg weiter das Überraschungsteam der dritten Liga. Seit 2 Monaten ist die Mannschaft nun ungeschlagen. 9 Spiele am Stück. Ja, und der FCK, zwar mit 2 verlorenen Zählern, aber auf die Abteilung Defensive ist Verlass. Zum 19. Mal ohne Gegentreffer. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.